Check von uns heute, der schon seit längerer Zeit angekündigte Videotest zu dem Shoutek LED Paar 56 Eco. Wofür das Eco jetzt genau steht, weiß ich selber nicht. Ist im Prinzip haargenau derselbe LED Paar wie die normale Version, außer dass er hier halt keine Halterung für den Filterrahmen hat und halt auch kein Filterrahmen mitgeliefert wird. Ansonsten ist es eigentlich auch haargenau derselbe, dieselben LEDs und hat auch dieselben Funktionen. Im nächsten Clip gucken wir uns dann gleich auch mal die Anschlüsse an und ja. So, das ist der LED-Paar jetzt mal in der Rückansicht. Ja, ich fange mal hier unten an. Wir haben hier unten einen Power-Eingang, also das Kabel ist fest angeschlossen. Das Kabel ist so ca. 30-40 cm lang und daran ist dann auch halt ein Schutzkontaktstecker fest dran befestigt. Daneben haben wir noch eine Erdungsschraube. Darüber haben wir den kleinen Drehregler, den Sensibilitätsregler für das Mikrofon, wo wir die Empfindlichkeit des Mikrofons im Sound-to-Light-Modus einstellen können. Wir haben den DMX-Input, um halt ein DMX-Kabel anzustecken, damit wir ihn auch über DMX steuern können. DMX-Output, die DIP-Switches zur Einstellung der DMX-Startadresse, der ganzen Standalone-Modi, Sound-to-Light, kann man da alles drüber einstellen. Verschiedene Farben, Rainbow-Effekt und ja, das kann man da halt alles auch schön drüber einstellen. Und hier oben haben wir noch eine LED, eine kleine rote LED, die anzeigt, ob ein DMX-Signal vorhanden ist. Wenn eins vorhanden ist, dann blinkt die LED rot. Ja, hier haben wir dann noch das Shoutek-Logo und ich drehe ihn mal, dann sieht man hier an der Seite haben wir noch hier das Typenschild. Hier halt die Feststellschraube, die wir lösen können, um den LED-Paar zu positionieren. Hier vorne haben wir die 153 LEDs. 51 rote, 51 blaue und 51 grüne. Und hier drüben dann halt nur noch eine Schraube, die den Haltebügel festhält und hier ringsrum dann halt auch noch ein paar Lüftungsschlitze. Ja. Das ist eigentlich auch schon der ganze LED-Paar. Ja, im nächsten Clip schließe ich ihn dann mal an und wir gehen dann mal die kompletten DMX-Kanäle alle durch und ja, dann sehen wir uns im nächsten Clip. Also als nächstes wollen wir uns den LED-Paar mal in dem DMX-Modus angucken. Der LED-Paar hat 6 DMX-Kanäle. Auf dem ersten befindet sich rot, im zweiten grün und auf dem dritten blau. Auf dem vierten haben wir fast eine ganze Farbpalette, also RGB im Prinzip auf einem Kanal, wo verschiedene Farben abgespeichert sind. Ich ziehe den Fader jetzt mal langsam immer weiter nach oben und man sieht, dass es ein schöner Farbverlauf ist. Es ist schon fast wie so ein Farbdurchlauf. So, auf dem fünften Kanal haben wir den Shutter. Dazu muss ich aber erstmal eine Farbe auswählen. Ich nehme jetzt mal einfach weiß. Und da können wir natürlich dann den LED-Paar strobe lassen mit steigender Geschwindigkeit. Bis zu 10 Blitzen pro Sekunde. Und auf dem sechsten Kanal haben wir dann noch solche Sachen wie solche Pulseffekte. Hierbei können wir dann auch die Geschwindigkeit ändern, was ich sehr schön finde, und zwar mit dem fünften Kanal. Ich ziehe ihn jetzt mal höher und da sieht man, dass dieser Effekt immer schneller wird. Jetzt ist er ganz oben.
Das Ganze kann man jetzt halt nicht mehr stroben lassen, dafür kann man halt hierbei die Geschwindigkeit halt mit dem fünften Kanal ändern. Dann haben wir das Ganze noch einmal andersrum. Dann haben wir so einen Fade-In-Effekt, wo er gleich auch wieder ausfadet, also nur an- und ausnimmt. Und ja, dann haben wir einen kompletten Farbdurchlauf noch einmal, wo wir halt auch die Geschwindigkeit ändern können. Wenn das jetzt in der Kamera so ein schwarzer Balken da ist oder so ein bisschen flackert, das kommt dann von der Kamera. Das liegt nicht am LED-Paar. Nicht, dass ihr euch da wundert. Ja, dann haben wir des Weiteren noch auf dem sechsten Kanal Sound to Light. Was man eigentlich auch gut, sehr gut sieht und ja, ist eigentlich auch ein relativ gutes Mikrofon. Also, selbst wenn ich jetzt rede, man sieht es ja eben, hat sich die Farbe geändert und. Also, ist eigentlich ein relativ gutes Mikrofon. Man kann ja hinten auch noch die Sensibilität einstellen. Ja, das wäre eigentlich auch schon der DMX-Modus. Ich zeige jetzt nochmal verschiedene Mischfarben, damit man nochmal die Farbmischung sieht. Bei dem Weiß, da sieht man jetzt so einen leichten Rotschimmer, aber das kommt auf der Kamera doch ein bisschen stärker sogar noch rüber, als es eigentlich in Wirklichkeit ist. Also in Wirklichkeit ist da gar kein leichter Rotschimmer am Rand. Bei Gelb muss ich sagen, ist eigentlich sehr schön gemischt. Lila kann ich mich eigentlich auch nicht beklagen, ist eigentlich auch sehr schön. Und ja, Zyan bzw. Türkis ist eigentlich auch sehr gut gemischt. Das einzige, wo man halt so ein bisschen sowas, so ein Farbrand sieht, ist halt bei dem Weiß hier so einen kleinen roten Streifen noch am Rand, aber das ist kaum erkennbar. Ja, im nächsten Clip komme ich dann zum Fazit und ja, sehen wir uns im nächsten Clip. Ja, jetzt noch zum Fazit zum LED-Paar 56 Eco von Showtech. Also ich finde, das Gerät ist ein wirklich sehr schöner LED-Paar. Die LEDs, trotz dass es nur 5 mm LEDs sind, sind wirklich sehr, sehr hell. Und auch die schön eingebauten Pulseffekte und Farbverläufe im DMX-Modus finde ich sehr praktisch und auch der Dimmer und der Trafo, die eingebaut sind, sind wirklich gut. Man hört keinen Summen, Piepsen, kein Geräusch. Das Mikrofon ist klasse und die Farbmischung ist eigentlich auch relativ in Ordnung. Außer bei dem Weiß, dass man da halt so ein paar Farbränder sieht, aber trotzdem ist, ist es im Ganzen ein wirklich sehr schöner LED-Paar für 35 Euro im Shop eurer Wahl zu kaufen. Ich habe ihn für 30 Euro bekommen, weil es gerade ein Angebot war. Und ja, das war dann wohl der. Das war dann der Test und Check zum Showtech LED-Paar 56 Eco und wir sehen uns dann im nächsten Video von uns wieder. Practice and enjoy!